Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in Trains in World. Wir sind in Amerika unterwegs auf der San Bernardino Line, Los Angeles, San Bernardino. Guten Morgen, heute ist die Abschlussfeier und Sie haben die Aufgabe, die Studierenden zum College zu bringen, damit sie ihre Diplome erhalten. Ja, das klingt doch einfach. Ich bin eigentlich überhaupt nicht so ein Amerika-Experte. Ich würde schon aufrüsten. Setup, machen wir mal an. Zugeschaltet, Bremse, vorwärts, und du hättest gerne das Licht da auf dimmen, so, das soll es gewesen sein, Türen entriegeln, einmal so, und dann schauen wir mal nach draußen. Wir sind hier mitten im Nirgendwo. Da ist es El Monte. Ich weiß nicht, ich bin nicht so ein Fan von diesem Steuerwagen. Gefällt mir optisch einfach nicht. Hinten haben wir diesen Kollegen hier. Der sieht ja eigentlich ganz okay aus. Was ist das da? Moment mal, das muss ich mir kurz ansehen. Das sieht ja irgendwie geil aus. Powered by renewable fuel. Okay. So, der Übergang, da hinten geht die Strecke weiter. Bahnübergang ist zu, sauber. Ja dann. Beide verriegeln. Da sind so viele Kameras hier drin. Jut, ich glaube nach hinten, ne? Jo. Gut, ist er noch. Zitri, Leistung. Nächste Station, Call State, LA Station. 25 dürfen wir hier fahren. So ein wuchtiges Teil, ey. Machen wir Anti-Quietsch. Ja, was kann ich denn zu der Strecke so sagen? Also eben, kam jetzt neu mit TSW 5 mit dazu. Wir haben 57 Meilen. Von LA Union Station nach Downtown San Bernardino sind insgesamt 16 Stationen auf der Strecke. Wir haben den MP36 als Lokomotive, EMD F125, Bombardier B-Level Trailers und Hyundai Rotem Commuter Trailers und Cab Car. Also in dem, wo wir jetzt gerade hier drin sind. Gehen wir mal mit der Leistung hier ein bisschen runter. Es gibt dann noch zusätzliche Güterdienste, wenn man den Canon Pass mit drin hat. Und ein paar Abstriche, wenn man auf der Konsole spielt. Bei Leistung und so. Das ist eine interessante Streckenführung. Das macht schon ein bisschen unique. Genauso unique wie diese Straßen da unten. Oh, okay, das sind... bisschen schräg aus, diese Kreuzungen. Aurora, nicht so genau hinschauen. Bleib im Zug. Aber trotzdem. Interessante Streckenführung. Ich vermute mal, dass die Strecke... also nicht so alt sein dürfte. Wenn es hier so aussieht. So, 40. Ah, und da hinten noch gleich Vollgas. Ich und meine Stimme. Jedes Mal bei der Aufnahme.
Scheiße. Hebel ganz nach hinten. Gib Gummi. Und das ist ein geiler Abschnitt von dieser Strecke. Wir sind da einfach mal in der Mitte von diesem Highway hier. Es könnte ein bisschen schwierig werden, hier nachträglich ein zweites Gleis reinzumachen. Ja, wobei. Nehmen wir einfach die Spur von den Autos hier weg. Aber da sieht man, wo die Priorität liegt. Im Autoverkehr. Leider. Weil Amerika generell ein bisschen mehr machen könnte im ÖPNV, vor allem bei der Eisenbahn. Die sind da doch ein dezent ein bisschen abgehängt. Aber generell mal so eine Eisenbahntour in Amerika wird mich schon mal reizen. Vor allem mit dem Nachtzug mal. Einmal quer durchs Land. Oder auch Kanada. Weil landschaftlich hat natürlich schon ein Highlight. Aber zum tagtäglich Pendeln nicht so cool. Was ich da so gehört habe. Aber ist aber schön am Rumshaken hier. Wisst ihr was? Da machen wir jetzt mal ganz schnell ein Foto. So. Was? Nein. Was sieht denn hier gut aus? Machen wir das so. Oder so. Mal gucken. Entscheide ich dann später im Edit. Max Speed. Sind eh schon ein bisschen zu schnell. Ist schnell unterwegs. 100 Pro ist da ein Auto schon mal in den Zug reingeklatscht. Bei voller Fahrt. Die schreit einfach nach Unfall. Aber ansonsten, hier mal wieder die komische Straße hier. Sieht's ja eigentlich ganz nett aus hier. Wirkt nur etwas sehr heiß und trocken. Ich brauche mehr Schmackes. 1,3% nach oben. Aber ja, so als Lokführer ein uniques Gefühl da, so neben dem Highway hier zu fahren und die Autos sind dann gleich schnell. Es hat schon was. Ich glaube, das wird beim Stau ziemlich lustig. Kannst du richtig schön sagen, haha, jetzt doch mal mit den Öffis gefahren. 55 und 70 kommt da hinten. Der LKW ganz links. Das macht man doch nicht. So, Kollege, break mal bitte runter. Wie, die braucht ein bisschen. Die dynamische. Perfekto. Ah, und da wird es doch wieder zweigleisig.
leider auch nicht. Das ist einfach nur so eine Ausweichstelle. Ja, gut. Wow, da ist kurz 70 erlaubt, für das, dass man da hinten dann wieder 50 Meilen fahren darf. Es rentiert sich voll, hier Gas zu geben. Also so Straßenanschlüsse, das sind irgendwie nie sauber. Gerade da hinten, die Straße da in das Hotel rein, die ganzen Übergänge sind alle unsauber. Warte mal, gab es da gerade eine Autopanne? Nee. Aber Performance-Panne beim Hin- und Hergucken. Auch das da, dieser Übergang da, ist einfach nicht schön. Oh, ich bin zu schnell. Ich sollte bremsen. Oh, da vorne muss ich anhalten. Das kam jetzt ein bisschen schnell. Vollbremsung bitte. Sheet. Ja, das glaube ich, habe ich jetzt ein bisschen verkackt. ja. Gute Arbeit, Sie haben das College pünktlich erreicht. Öffnen Sie die Türen und lassen Sie die Studierenden aussteigen. Moment mal. Wie furchtbar stehe ich? Mal ganz kurz nach hinten gucken. Das Teil ist sowieso viel zu kurz für meinen Zug. Ah, okay. Ja, dann. Wenn es sowieso drüber oder drunter stehen würde, machen wir mal auf. Mal sehen. Inklusive dem Schnappschussgeräusch hier. Die haben das Diplom doch schon. Da haben wir. Okay, das ist der Lift hier, da die Treppe rauf. Da ist ein Übergang. Das da ist dann die Uni. Interesting. City Bus. Ach da. Dieser Übergang. Also gut, man wird es hier nicht sehen, wenn man mit der Kamera hier nicht rauf geht, aber trotzdem, da schweben Autos. Ich suche wirklich nicht aktiv nach dem. Das springt mich einfach nur an. Ja, Details. Ach, das ist die Bushaltestelle. So, gehen wir wieder rein. Türen zu. Und immer wieder weg. Anscheinend hat es länger gedauert als erwartet, alle einsteigen zu lassen. Und jetzt liegen sie hinter den Zeitplan zurück. Rechnen Sie mit Hindernissen, wenn Sie sich LA Union Station nähern. Echt jetzt? Hast du jetzt dynamisch jetzt auf das reagiert, dass ich hier ein bisschen länger gestanden bin? Oder weil das so oder so kommt? Leistung? Jetzt glaube ich. Jo. Vorwärts. Nicht rückwärts.
Wie gesagt, ich suche nicht danach. Es passiert einfach. LA Union Station. Die Station kennen wir ja ganz gut noch von unserem Filmtrip. Ich bin bis heute die andere Strecke noch nie komplett abgefahren. Wäre noch auf meiner To-Do-Liste. Ich glaube, ich bin die Hälfte oder so gefahren. Ich glaube, das war dieses Klimatyp-Problem oder so. Irgendwo zwischendrin dann mal gestanden ist und dann musste man ja wieder zurückfahren. Da hinten fehlt die Straßenmarkierung komplett. Hier wieder zu schnell. Ich bremse ja schon. Ich kann schon wieder aufs Setup gehen. Ich glaube, das wird nichts. Ja, bremse ich jetzt mal ein bisschen mit. Ja, das sollte jetzt eigentlich reichen. Naja, das passt schon. Auch da. Also, ich weiß nicht. So ein bisschen Liebe in die Strecke reinbringen. Ich meine, klar, Fokus ist die Eisenbahn, aber wenn ich mit der Kamera mal so rausgucke, dann will ich halt nicht sowas Grausiges hier sehen. Viel Spaß, Kollege, bei der Fahrt. Vor allem dann halt noch echt viel Geld dafür verlangen. Es ist schon schade, weil teilweise haben sie Sachen wieder nett dekoriert. Gut, das ist halt hier mit Müll. Aber trotzdem so dekotechnisch Aufwand betrieben. Und auf der anderen Seite ist jetzt dann wieder noch Müll aus. Boah, dann kann man halt nicht sehr viel Geld für das verlangen. Wobei ich schaue jetzt dann gleich mal nach, was sie für die Strecke dann solo verlangen. Ich muss wesentlich mehr bremsen. So, das reicht. Schauen wir mal. San Bernardino. Oha. Nur diese Strecke, ne? Die kostet 44 Franken. Für 44 Franken muss die Umgebung echt viel besser aussehen. Als wie das. Und dann sind es halt 50 Meilen. Das ist nicht sehr lang. Es sind, wie viele Kilometer sind denn das? 60, 70? Ich bin jetzt gerade nicht sicher von der Umrechnung her. Ich schaue langsam hier.
inklusive Anhalten. Okay. Das ist ein Kanal, wo diese Filmaufnahmen gewesen sind. Wo ist das rote Signal? Ach, da hinten dann. Und wo geht's hier so hin? Das ist eine andere Hauptstrecke? Mal ganz kurz gucken. Ach, da könnte man geradeaus weiterfahren. Da ist das Depot. Und da geht's zu anderen Strecken rüber. Alles klar. Ich wäre immer noch vermerged. Kann man weiterfahren. CDD. Lassen wir mal stehen. Was ist los hier? Okay, der Kollege hat einen vorgekriegt, auf den muss ich vermutlich warten. Da ist echt einiges los. Ja, no. Ich müsste eigentlich bis hierhin fahren. Vielleicht tun wir das auch mal. Könnte sein, dass er das sonst registriert. Wollte schon wieder rückwärts fahren hier. Das Blinken sieht auch irgendwie komisch aus, aber... Hier, wir dürfen noch eins weiterfahren. Gleis 10. Oh. Da hätten wir jetzt die komplette Einfahrt. Ich find's noch witzig, dass da noch der gleiche Bug ist wie bei der Originalstrecke da mit 79. Da hinten ist ein Prellbock, da geht's dann nicht mehr weiter. Aber Hauptsache er hat einen Marker für 79. Nicht so schlimm, aber ist ein Detail. Ich sehe so viele Sachen. Vor allem, jetzt könnte man natürlich mit argumentieren. Man hat dann Entwicklungskosten und so, die recht teuer sind. Ich meine, die Wagen hier und auch den Teil der Strecke hier unten, das haben sie ja schon gemacht. Aber trotzdem nochmal 44 Franken, wie sie es Euro dafür verlangen, ich finde das viel zu teuer. Das wird... Okay, ich dachte schon. Das Reis sah jetzt gerade ein bisschen komisch aus. Im Sale dann irgendwo. Für minus 50. Mindestens. So, liebe Studenten, wir haben es geschafft. LA Union Station. Noch ein paar Meter. Und dann könnt ihr erstmal Party machen.
Hier könnte man Station Hopping machen. Wenn wir jetzt auf der anderen Strecke weiterfahren wollen, würde den. So. Ich glaube, mit der Tür hingeht da unten. Guck mal, Sie sind sicher ohne weitere Verzögerung angekommen. Öffnen Sie die Fahrgasttür und lassen Sie die Fahrgäste aussteigen. Ja, natürlich machen wir das. Naja, passt nicht ganz. Wobei, diese Rampe da verstehe ich sowieso nicht, für was die da gut ist. Okay. Warte mal, da hinten gab es doch diese elektrische Strecke, da diese Straßenbahn, glaube ich. Die wäre doch mal interessant. Könnten wir das haben? Geschwindigkeitsüberschreitung minus 367, ansonsten, ja, da bin ich einigermaßen okay gefahren. Da sind wir mal ein bisschen zu schnell unterwegs gewesen. Ja, das war mein Einblick in die letzte der neuen Strecken, die mit TSW 5 gekommen sind. Schauen wir mal, was wir als nächstes machen. So, vom Ranking her, von den drei neuen Strecken, würde ich jetzt mal sagen, ist die Frankfurt-Strecke am besten. Dann kommt der ECML und jetzt am schlechtesten, also rein von den Details her, die USA-Strecke. Aber ansonsten sind alle in etwa gleich. Also sie haben alle die gleichen Bewegungen, aber jetzt hier bei der amerikanischen Strecke ist es mit den Details ein bisschen am schlimmsten, finde ich. Eure Meinung gerne in den Kommentaren. Wir sehen uns demnächst. Gute Fahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.